Also ich gebe zwar die Hoffnung nicht auf, dass wir wenigstens einmal heute Abend Piazzale Delfino fahren können, aber wenn solche Sachen wie Pilzschlucht, Luigi's Piste oder Regenbogenboulevard auf dem Plan stehen, dann ist klar, dass das nichts werden kann. So, wir sind wieder spiegelverkehrt oder so? Kann das sein? Ich weiß nicht, nee, das ist regulär. Das hier ist jetzt normal. Pilzschlucht eben war auch normal, ne? Erstaunlicherweise. Wow! Den roten will ich nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und ich hätte gerne einen Item gehabt. So ein Dreck. Wow! Ja. So fährt man übrigens nicht. Also, nur um es mal erwähnt zu haben, das kann man auch besser machen. Ohne runterzufallen. So zum Beispiel. Das war auch nicht gut, aber es war immerhin ohne runterzufallen, ja. Es geht so weiter wie vorhin. Also, ich meine, beim letzten Mal Ringbogenboulevard war es spiegelverkehrt und ich habe mich dämlich angestellt, aber es macht jetzt keinen großen Unterschied für mich, ob ich mich im spiegelverkehrten Regenbogenboulevard oder im normalen Regenbogenboulevard dumm anstelle. Okay, ich habe einen Drift versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt. So, ich will setzen wir jetzt mal hier ein, dann komme ich gut durch die Stelle durch. Und ja, der Unterhüpferkerl habe ich mich wahrscheinlich gleich, sobald man den Geist aufgibt. Oder soll ich mir einer von denen? Ja, klar. Es hat mich zwar niemand berührt, aber ich habe die Wolke. Ist klar. Ist so klar. Ich habe niemanden berührt und habe die Wolke. Es macht so einen Spaß. Dieses Spiel ist toll. Och, herrlich, 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 herrlich. Also ich habe jetzt fest damit gerechnet, ja, ich fahre jetzt da durch, der Wolkenputzi kann mir gestohlen bleiben und dann werde ich vom roten Panzer getroffen. War auch halb richtig, ich fahre da durch, der Wolkenputzi ist mir gestohlen geblieben und der rote Panzer hat mich auch getroffen, aber die Wolke hatte ich trotzdem. Tolle Sache. Oh, der Pilz ist schon weg, ich wollte gerade nochmal... Ah, das war kein Item, das war irgendwie eine Fakebox. Ja, Mario Kart, tolles Spiel und ich kriege einen Goldpilz auf dieser Bahn, wo das so unheimlich viel Sinn macht, ja. Und treffen, ja, das macht's wirklich nicht kürzer. Okay, zum Glück kam der Blitz jetzt, wo ich sowieso runterfalle. Wie ich da überhaupt runterfallen konnte, ist mir ein Rätsel, weil eigentlich ist die Rampe doch so gemacht, dass man zwangsläufig auf der anderen Seite ankommt. Also ich meine, man wird ja dann automatisch in die richtige Richtung gelenkt. Wieso ist der nicht runtergefallen? Ach. Ja, toll. Ich räume noch schön die Bananenkönne aus dem Weg. Wo auch immer er ist. Und ich räume die nächste Banane weg. Und ich habe 100 Kilometer Rückstand. Obwohl ich nicht klein war und eigentlich mit vollem Tempo weiterfahren konnte. Aber ich bin eben runtergefallen, ne? Ich meine, ich wäre zwar sowieso runtergefallen, aber ist ja alles egal. Und ich hätte immer noch gerne ein gutes Item. Ja, ein toller, beschissener Stern. Das ist herrlich. Ein Bullet Bill. Ein Bullet Bill ist das Einzige, was mich jetzt nochmal nach vorne bringen kann auf dieser Kackstrecke. Und ich kriege Pilze zum Abwinken. War ja klar, dass ich... Also... Das konnte ich jetzt schon im Voraus sagen, dass ich Pilze zum Abwinken kriege, Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ausgewählt werden. Aber es war klar, dass ich welche kriegen würde. Und naja, dass sie gleich wieder weg sind, war natürlich irgendwie auch klar. So, jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Warum waren die Pilze eigentlich auf einmal weg? Bin ich geblitzt worden? Vermutlich. Ich war wahrscheinlich geblitzt und bin sofort wieder groß geworden, weil ich sowieso schon siebter mit Riesenrückstand bin. Also, wie lange man durch einen Blitz geschrumpft ist, ist ja abhängig davon, welche Platzierung man hat. Und wie viel Rückstand gegenüber dem Feld und so ein Graben. So, hier ist vielleicht noch ein gutes Item. Na gut, das reicht nicht mal mehr, um einen Platz zu holen. Oh, okay. Irgendwer hat da drum rumgestanden. Und deshalb hat es noch für einen Platz gereicht, aber... An für sich, Regenbogenboulevard, Kackbahn. Tolle Bahn und man wird beschissen in diesem Spiel von vorne bis hinten. Das ist wieder mal herrlich. Also ich blick's immer noch nicht, was hier eigentlich schiefgegangen ist, aber... Okay, meinetwegen. Ich krieg 2 Punkte, ich hab 10 Punkte, wuhu. Ich glaube, eine Bahn haben wir noch, dann ist das Grand Prix schon wieder vorbei. Und ich habe mich gut runtergearbeitet, vom 2. auf den 5. Ich bin stolz auf mich. Nächste Runde. Also dafür, dass Lambda die ganze Zeit ihren DK-Dschungelpark nicht gekriegt hat, kriegt sie jetzt aber jede Bahn, die sie will, scheinbar, ne? Erst Scheigeistrand, jetzt Sorbeland, geht, glaube ich, auch auf ihre Rechnung. Das kommt wohl als nächstes. Übrigens, mittlerweile sind wir nur noch zu 7, aus welchen Gründen auch immer. Irgendwer ist wohl aus dem Raum raus. Ist aber beim Grand Prix auch relativ egal, hätte ich gesagt. Also beim Team... Ja... Yeah. Beim Team Grand Prix wäre es wohl schlimmer. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, keine Ahnung, Hirnausfall. Jetzt gucken wir erstmal, dass ich mich wieder ein bisschen vorbereite. Warum kriege ich eigentlich keinen Bullpill, wenn ich mal auf dem letzten Platz bin? Also ich meine, ich kriege eigentlich so gut wie nie einen Bullpill. Ich hatte zwar heute 2 oder 3 Stück, aber wenn man denkt, wie oft ich hinten bin und wie weit ich meistens hinten bin, könnte ich eigentlich öfters einkriegen. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Bullpills hier sonst so unterwegs sind. Toll. Ich finde, dass der Funktion nicht noch erwischt hat. Da kommt jemand mit einem roten Panzer, der wird mich wahrscheinlich gleich furchtbar lieb haben. Ja, war ja klar. Gut, 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 das war ja vorhersehbar. Kriege ich die Kurve, kriege ich die Kurve? Ich kriege die Kurve irgendwie. Ja, sag ich doch, so viel zum Thema Bullet Bill, ne? Game Lord. War klar, dass ich da reinfahre.
Naja, also merkt man mir an, dass meine Laune gerade ein bisschen runtergeht. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor, aber es ist egal, es ist egal. Toll, ein Powerblock, der bringt's mir jetzt voll. Ja, der andere konnte natürlich seinen roten Panzer noch schön schießen. Er wusste ja, dass ich in Powerblock gezündet wird und dass ich dadurch nichts abwehren kann. Ja, Titus, machst du super. Ich wollte gerade sagen, willst du mich nicht auch noch überfahren? Danke. Also, das war jetzt mal eine schöne Stelle. Also, man konnte ja jetzt wirklich sehen, dass... Wer war's? Ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Dass wer auch immer diese Unverwundbarkeit hatte, extra jetzt so gefahren ist, dass er mich erwischt, weil kein normaler Mensch würde so weit an der Außenbahn fahren. Und so schnell ist man dann vom 4. Platz auf den 7. Von 7. Ne? Ich glaube, da kommt mir auch wieder, was ich vorhin sagen wollte. Und zwar von wegen Bahnauswahl und so. 4 Leute wählen mittlerweile die Piazzale Delfino, die ich gerne fahren würde. Gewählt wird sie trotzdem nicht, obwohl wir nur zu 17. im Raum. Also mehr als 50% der Bahnen sind die ich gerne fahren würde. Und gewählt wird nichts. Oh, jetzt kriege ich einen Bullet Bill. Jetzt, wo das Rennen gelaufen ist. Selbst wenn der Bullet Bill jetzt eine Stunde anhalten würde, wären die anderen schon ein Ziel, bevor ich in die Nähe komme. Das ist geil. Und warum das Ganze? Weil mich irgendwelche Leute irgendwie unbedingt über den Haufen fahren müssen und doppelt abballern und weiß der Geier was alles. Gut. Das könnte jetzt noch ein paar Blitze bringen. 2 Bullpills ineinander auf der Bahn, kurz vor Schluss. Wenn jetzt gerade niemand einen roten Panzer hat und auch keine Pilze und mich niemand rammt und ja, 3. Platz. Wuhu. Also, das war jetzt wirklich rein wegen Items nochmal gut gegangen. Also 2 Bullpills direkt ineinander in der letzten Runde. Gut, das hat jetzt wirklich viel gerettet. Ich habe ja auch die ganze Zeit irgendwie mich beschwert, dass ich nie einen Bullpill kriege. Jetzt hatte ich wirklich mal welche. Hat sehr geholfen. Aber eigentlich hätte das gar nicht so schlecht laufen müssen, wenn ich irgendwie nicht so fertig gemacht werden würde. Ja, immer wenn ich mal kurz wieder irgendwo im Mittelfeld war, war ich sofort wieder ganz hinten. Mit Abstand. Aber egal. Nächste Bahn. Vielleicht wird es da besser. Okay. Endlich die Piazzale Delfino, auch wenn jetzt nur noch 2 Leute diese Bahn gewählt haben. Immerhin habe ich sie endlich mal. Das kann jetzt auch wieder wunderbar schief gehen oder so. Und Lambda scheint mit Toadette sehr glücklich zu sein und wählt weiterhin Graf Gabriel A. Shy Guy Strand. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist die einzige Bahn, wo man mit Toadette wirklich einen Vorteil hat. Dankeschön. Wie konnte der mich jetzt so schnell einholen und rammen? Weiß der Geier. Also wenn ich mit Toadette unterwegs wäre, würde ich wahrscheinlich auch so einen Kack wie Shy Guy Strand wählen oder vielleicht noch Peach Beach oder so. Weil, ja, der einzige Vorteil, den Toadette wirklich hat, sind gute Offroad-Werte. Dankeschön für den roten Panzer, den habe ich jetzt gebraucht. Und zwar dringend. Hallo Ulun. Hoffentlich habe ich ihn irgendwo gegen die Wand geschoben, dass er nicht mehr von der Stelle kommt oder so. Oh, perfekt, jetzt bin ich ja mal gekonnt ausgewichen, ohne sich zu sehen. Wow. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so wirklich, was ich noch sagen soll. Ja, außer dass Reza mich auch schon scheinbar ziemlich lieb hat mit seiner Rammerei. Mir geht der Gesprächsstoff so ein bisschen aus. Nach einer Stunde Mario Kart ist das ja auch kein Wunder. Boah, der Stern kam jetzt wirklich gerade zur richtigen Zeit. Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen. Ja, also es neigt sich alles dem Ende zu. Meine Konzentrationsfähigkeit war ja sowieso schon heute nur bedingt vorhanden. Mein Sprachvermögen lässt auch langsam so ein ganz klein bisschen nach. Ja, das war toll. Okay, der Pilz kam ja wenigstens noch gut. Herrlich. Ich liebe sowas. Wenn sowas passiert, was ist da jetzt explodiert? Wo kam die Bombe her und was sollte das? Und ja, egal. Also selbst wenn ich an dem Kerl vorbeigekommen wäre, hätte mich die roten Panzer sofort wieder nach hinten geschickt. Aber was soll ich hier auf meinen Windschatten raus? Er kriegt einen Windschatten, obwohl er links ist? Was ist denn da los? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich fahre extra nach rechts und er fährt nach links und kriegt trotzdem einen Windschatten? Das kann nicht sein. Ein einzelner Pilz. Scheiß drauf. Ich kenne mich ja, also ich weiß, dass ich die Abkürzung sowieso nicht hinkriege, wenn ich nur einen einzelnen Pilz habe. Ich bräuchte einen Stern dafür oder so. Und dann kann ich ihn auch genauso gut gleich verblasen und hoffen, dass ich dadurch wenigstens ein paar Angriffe gehe. Ja, 2 Pilze, das ist gut. Ich kann es nicht glauben, dass ich abgezogen mal auf Anhieb hingekriegt habe. Ja, toll. Die roten Panzer kamen einen Tick zu spät. Wo ist der rote Panzer hin, den ich geschossen habe? Den ich zweifellos geschossen habe. Oh, toll! Ja, leckt mich doch mal, ihr Penner.
ich wäre Erster gewesen, wenn das Spiel mich nicht bescheißen würde, ne? Also ich hatte die zwei roten Panzer, damit hätten zwei Leute wenigstens nach hinten zurückfallen müssen. Ich wäre Erster gewesen. Ich hätte noch Dritter werden können, wenn trotz dieser Bescheißerei, aber dann werde ich natürlich in eine Fakebox reingerammt. Es ist... Ich töte gleich irgendwas oder irgendwen. Weiß der Geier. Also dieses Grand Prix war ja mal mega für den Arsch. Und ich komme jetzt auch wirklich ein ganz klein bisschen von dem Spiel verarscht vor. Aber nur so minimal. Also... Okay. Leute, ich glaube, eine Runde ist noch drin. Vielleicht auch zwei. Ich mache nochmal ein Team Grand Prix, aber... ja. Ja, was soll's. Ich mache noch ein Team Grand Prix. Wir fahren ein Team Grand Prix. Ich frage gar nicht mehr drauf, was ihr überhaupt zu sagen habt, was ihr sagen wollt. Es ist mir im Moment egal. Ich brauche irgendwie jetzt was, um mich abzureagieren. Es ist irgendwie unglaublich. Es ist unschön. Es ist unfreundlich. Es gibt's noch andere gute Wörter mit un, wie man das Ganze beschreiben kann. Unmöglich, unfair, und Mario Kart Wii halt. ja. Also... Warum passiert das eigentlich auch immer auf Piazzale Delfino? Warum werde ich auf Piazzale Delfino immer, wenn ich eine gute Platzierung habe, trotzdem letzter? Oh, Team Grand Prix war jetzt nicht unbedingt die cleverste Wahl bei 7 Leuten. Egal, Team Rot gewinnt, weil wir haben mehr Leute. Und ich will hier immer noch die Piazzale Delfino, weil ich will mal irgendwie eine Chance haben, hier auch eine Platzierung zu kriegen, die irgendwie meiner Fahrweise angepasst ist. Also ich glaube nicht, dass ich wirklich die ganze Zeit so scheiße fahre, dass ich Siebter werden muss. Nee. Eigentlich bin ich vorhin die ganze Zeit relativ gut gefahren auf der Piazzale Delfino. Davon bin ich überzeugt.